Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns in der Veltins-Arena. Heute, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Mainz 05, haben wir unser Mediengespräch in zwei Teile geteilt. Zum einen möchten wir Ihnen das neue medizinische Konzept für unsere Lizenzspielerabteilung jetzt gleich vorstellen. Mit diesem Teil werden wir auch beginnen. Dazu darf ich Ihnen hier oben auf dem Podium vorstellen Dr. Alexander Rosenthal aus der orthopädischen Praxis in Bochum, ganz renommierter Kniespezialist. Da werden Sie sicherlich gleich noch ein paar Dinge mehr hören. Und dazu natürlich unser Sportvorstand Christian Heidel und unser Direktor Sport Axel Schuster. Und dann würde ich das Wort ganz gern direkt an Christian Heidel übergeben zur Vorstellung unseres neuen medizinischen Konzepts. Ja, guten Morgen. Also alle, die gestern mit im Flieger waren, heute Morgen hoffentlich gut gelaunt, aber müde in Münster mit uns gelandet sind, die dürfen jetzt guten Morgen sagen. Und alle, die auf Schalke verblieben sind, da sagen wir einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir uns in dieser Formation, wie wir jetzt hier oben sitzen, vor der eigentlichen Pressekonferenz zusammenfinden, um euch, um Ihnen unser neues medizinisches Konzept kurz vorzustellen. Warum in diesem Forum? Weil wir glauben, dass es extrem wichtig ist, dass die medizinische Versorgung, und das umfasst sehr, sehr viel eines Profiklubs, eben auf sehr, sehr professionelle Beine gestellt sein muss. Das haben wir versucht, in den vergangenen Wochen und Monaten zu realisieren. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, dass wir versuchen, alles zu hinterfragen, was rund um unsere Mannschaft auf Schalke passiert. Von der Infrastruktur angefangen, von den Strukturen innerhalb der Abteilung, über Scouting, aber eben auch die medizinische Betreuung, die medizinische Versorgung. Wir haben uns die Möglichkeiten auf Schalke, rund um Schalke angeschaut und dann ein Konzept entwickelt, über das wir jetzt sehr, sehr glücklich sind, dass wir das so hinbekommen haben. Wir werden zukünftig eine sehr enge Kooperation mit der, das ich jetzt auch richtig sage, Praxis Dr. Rosenthal beginnen, gemeinsam mit der Viktoria-Klinik. Dr. Rosenthal wird da anschließend einiges dazu sagen. Wir werden des Weiteren eine Kooperation mit dem Medikus auf Schalke sehr, sehr intensiv beginnen. Da gibt es unglaubliche Möglichkeiten, die in der Vergangenheit so nicht genutzt wurden. Auch das wird ein Teil der neuen medizinischen Betreuung sein. Bei der medizinischen Betreuung geht es nicht nur darum, einen verletzten Spieler, die Verletzung eines Spielers zu diagnostizieren, zu behandeln, zu therapieren. Es geht um viel mehr. Es geht zum Beispiel auch um Ernährungsberatung. Alles, was die medizinische Betreuung der Spieler betrifft, wird jetzt gebündelt, es wird alles dokumentiert und es wird einfach dazu führen, dass beim kleinsten Wehwehchen jeder Spieler weiß, der Verein weiß, das ist der Weg, den wir gehen. Und es geht vom ersten Tag an eigentlich darum, bestmöglich. Und ich glaube, wir haben das bestmögliche Konzept für Schalke jetzt entwickelt und gefunden. Und es läuft ja schon seit einigen Wochen, wird jetzt erst öffentlich und offiziell vorgestellt. Aber das Feedback aus der Mannschaft, aus dem Staff, von den Trainern ist bislang wirklich sehr, sehr eindeutig und überragend, dass wir hier einen Weg gefunden haben, der Schalke 04, der auch ein Mosaikstein dafür sein wird, dass Schalke 04 nachhaltig erfolgreich sein wird. Ich würde dann das Wort an Herrn Dr. Rosenthal übergeben, der ein bisschen über seine Erfahrungen und eben sein Tun sprechen wird. Und wenn es anschließend Fragen gibt, natürlich sehr, sehr gerne. Bitte schön. Also einen wunderschönen guten Tag. Wir sind ja nicht unterwegs gewesen die letzte Nacht. Also mein Name ist Rosenthal. Und ich möchte sagen, dass ich mich natürlich auch sehr, sehr freue, dass wir also jetzt dieses Konzept der mannschaftsärztlichen, sportärztlichen Betreuung für den Schalke 04 umsetzen können. Ich selbst bin seit Jahren in dem Bereich tätig und ich glaube sehr viel und also hauptsächlich arthroskopische Operationen, von denen ich also
in meinem Leben sicherlich schon 60.000 gemacht habe. Und wir haben also alltäglich mit diesen Dingen rund um den Bewegungsapparat und Gelenke zu tun. Und mein Konstrukt, mein Institut sozusagen in Bochum, das ist nicht so ganz einfach zu fassen. Das ist einerseits die orthopädische Gemeinschaftspraxis und Praxisklinik, wo wir also die diagnostischen und therapeutischen Dinge machen, die ambulanten Operationen. Dann ist angegliedert noch eine Privatklinik, die Viktoria-Klinik Bochum. Wir haben also alle diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, um diesen Dingen gerecht zu werden, was wir ja schon seit Jahren für alle Sportler und anderen Patienten natürlich schon gemacht haben. Und mein Herz schlägt für den S04. Und bis jetzt habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen gewehrt, speziell für einen Verein tätig zu sein, weil das natürlich so ein bisschen Licht und Schatten hat. Das kann natürlich auch, wenn es mal schlecht läuft, kann das auch mal nach hinten losgehen und können eigentlich so Abfärbungen auftreten, die eigentlich gar nicht medizinisch begründet sind und so weiter. Und deshalb war ich also, trotzdem war das, das ist sozusagen ein bisschen die Erfüllung meines medizinischen Lebenswerkes, eigentlich hier etwas umzusetzen, was heutzutage meiner Meinung nach notwendigerweise in der medizinischen Betreuung eines solchen Vereins von der Größe und Bedeutung und mit den Belastungen der vielen Spiele und der Profimannschaft unbedingt umgesetzt werden muss. Der frühere Mannschaftsarzt, der Einzelkämpfer, wie ich das so gesagt habe, vor Ort, der kommt zwangsläufig an die Grenzen des Machbaren oder des Möglichen, weil er einfach in der Summe der Dinge, die er veranlassen muss, die er machen muss und so weiter, natürlich dann irgendwann nicht mehr so effektiv sein kann, wie zum Beispiel ein Netzwerk von Spezialisten, wo also von dem Beginn eines Symptoms oder eines Problems ein Rad in das andere greift und schnellstmöglich und bestmöglich eine sichere und zuverlässige Diagnose gestellt wird, dass man den Schweregrad eines Problems, einer Verletzung, einer Überlastung schnellstmöglich sicher erkennen kann, um dann die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und dann direkt den richtigen, möglichst richtigen Weg zu finden, um schnellstmöglich die Genesung herbeizuführen und wieder die Belastbarkeit und damit die Einsatzfähigkeit. Das kann heutzutage, und ich glaube, der Trend geht eindeutig dahin, nur in einem professionell aufgestellten Netzwerk und Netzwerk von Spezialisten passieren, wo eben sowohl dann die Spezialisten zu Hause sind und eingebettet in ein weiteres Netzwerk von Spezialisten, wo die Automatismen wirklich automatisch ineinander greifen, ohne große Wartezeiten und Zeitverlust und Reibungsverlust. Und ich denke, dass wir das gefunden, dass wir das sowieso haben und auch gefunden haben, auch mit den Dingen, die hier vor Ort sind, in der Notfallversorgung mit dem Bergmannsheil Buhr, mit der unfallchirurgischen Abteilung, die also bereit ist für alle größeren Notfälle und diagnostischen Maßnahmen auch am Wochenende und zu Nachtzeiten, mit den Möglichkeiten der Reha und den diagnostischen Möglichkeiten meines Systems. Wir haben ein MRT vor Ort, wir haben also alle Dinge, und das wird auch das Ziel sein, dass wir also frühzeitig versuchen, auch wirklich eine sichere Diagnose zu finden, damit wir dann nicht abwarten müssen, bis es vielleicht noch schlechter ist oder Zeit verloren ist und der richtige Zeitpunkt verpasst ist. Vielen Dank, Herr Dr. Rosenthal. Und damit eröffne ich die Fragerunde. Sehe schon die ersten Handzeichen. Dirk Große-Schlamann und Jesko von Eichmann haben die ersten Fragen. Dirk Große-Schlamann von Sky und Jesko von Eichmann von Radio Emscher Lippe. Nee, die tauschen gerade. Vielleicht ja. Noch, darf ich noch eine Sache, habe ich gerade vergessen. Also ich bin natürlich so ein bisschen die Eminenz. Vor Ort werden zwei sehr, also äußerst erfahrene Mannschaftsärzte rundum für unseren Verein zuständig sein und die Betreuung übernehmen. Mit langjähriger Bundesliga- und DFB-Betreuungserfahrung. Und die sind sozusagen aus meinem Team und haben ihre Heimat auch bei mir, ihre operative Heimat. Und das ist eben das Besondere an dem Konzept, dass wir da nahtlos ineinander greifen können.
So, Jesko beginnt. Eine Frage an Herrn Heidel einmal. Es gab den Fall Uchida, der sich gegen den Rat des Vereins hat operieren lassen. Wird es solche Möglichkeiten für Spieler nach wie vor geben, die sagen, ich habe meinen Vertrauensmediziner, der sieht einen anderen Weg für mich, oder ist das in diesem Konzept klar abgesteckt, wie vorgegangen wird? Also zunächst muss man mal sagen, dass der Spieler natürlich über seinen Körper verfügt. Und wenn ein Spieler beschließt, dass er sich operieren lassen möchte, dann hat der Verein gar keine andere Möglichkeit, als dem zuzustimmen. Sie müssen sich ja mal vorstellen, wir würden unsere Meinung durchsetzen und anschließend passiert irgendwas. Die Endentscheidung hat immer der Spieler. Aber ich glaube, es geht darum, auch einen Spieler, meinetwegen seinen Beraterstab, über diese Möglichkeiten, über die wir jetzt verfügen, einfach zu informieren, um dann einen Weg zu finden, mit dem Spieler und Verein übereinstimmen. Ich kenne diese Geschichte Uchida nicht im Detail, weil ich damals noch nicht da war. Aber ich glaube, wir sollten auch jetzt nicht in die Vergangenheit schauen, sondern einfach in die Zukunft, um einfach darzulegen, dass die Spieler jetzt das Gefühl haben, dass sie allumfassend betreut werden. Der große Schlamann? Also, noch, Entschuldigung, der Jesko. Das soll ja auch nicht bedeuten, dass jetzt alles und jedes bei uns behandelt und therapiert wird, sondern wir wollen immer die bestmögliche Lösung finden. Und das wird dann natürlich im Verbund mit dem Spieler und dem Verein passieren. Genau, jetzt gibt es die Übergabe. Nur eine kurze Verständnisfrage. Das heißt, der Herr Ingelfinger und Herr Steis wechseln sich ab oder sind die beiden immer vor Ort? Ja, also der tägliche Ablauf sieht vor, dass wir eine hohe Präsenzzeit von Mannschaftsärzten haben. Da ja beide auch noch operieren, muss das ja auf unseren relativ kurzfristig angesetzten Terminplan dann auch abgestimmt werden, sodass beide wechselseitig vor Ort sein werden. Was wir nicht haben werden, ist eine Präsenz beim Training, weil wir es nicht für notwendig empfinden, dass beim Training ein Mannschaftsarzt vor Ort ist, weil das, was dort passiert, was so schlimm ist, dass man sofort einen Arzt bräuchte, ist eh ein Bereich für die Notfallaufnahme. Da geht es dann sowieso gleich direkt weiter in eine ganz andere Abteilung. Aber vor und nach dem Training werden sich die beiden Ärzte bei uns abwechseln. Jörg Strohschein und dann Jesko von Eichmann. Herr Heidel, was versprechen Sie sich denn von dem neuen Konzept? Was soll denn genau besser werden? Soll die Regenerationszeit schneller voranschreiten durch die schnellere Behandlung? Oder was ist das Ziel Ihrer Bemühungen? Der Wunsch ist, dass wir nie verletzte Spieler haben. Aber da haben wir natürlich auch die Mediziner den wenigsten Einfluss darauf. Und wenn es zur Verletzung kommt, dann geht es darum, dass ein Spieler die bestmögliche Betreuung bekommt und somit auch schnellstmöglich wieder für den Verein fit wird. Dass ein Spieler das Gefühl hat, dass man auch darauf achtet, was mit seinem Körper passiert. Irgendwann ist die Zeit des Fußballs auch vorbei. Er muss sich einfach absolut kompetent betreut fühlen. Und natürlich hat das was damit zu tun, dass wir uns auch davon versprechen, dass die Regenerationszeit vielleicht etwas kürzer ist, dass die Spieler schneller fit werden, wenn sie rund um die Uhr in der Art versorgt und betreut werden, wie wir das jetzt vorhaben. Direkte Nachfrage, Jörg? Ja. Ich würde gerne mal auf die Regenerationszeit kommen. Gibt es da irgendwelche statistischen Erhebungen, dass je früher man behandelt, desto schneller wird jemand wieder fit? Oder irgendeinen Grund muss das ja haben, warum sie es so ausgiebig jetzt betreiben? Also da bin ich jetzt zu wenig Mediziner. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, weil wir ein ähnliches Modell gefahren sind in Mainz, bei meinem vorherigen Club, diese Konstellation einer engen Zusammenarbeit mit einem Klinikum, mit einer engen Zusammenarbeit mit Leuten, die über ein sehr, sehr gutes Netzwerk verfügen. Und ich würde mich wundern, wenn Spieler in der Art betreut und versorgt werden, dass das nicht dazu führen wird, dass die Regenerationszeit kürzer wird, dass die Spieler schneller wieder fit werden. Aber ich habe jetzt keinerlei Statistiken aus der Vergangenheit von Schalke 04 vorliegen. Aber wir haben natürlich viele, viele Gespräche geführt, auch mit den Spielern. Es geht um deren Kapital, es geht um deren Körper. Und alles das, was uns auch die Spieler gesagt haben, ist in unsere Überlegungen, in unsere Planung mit eingeflossen. Jesko von Eichmann und dann der große Achso, da. Ja, bitte. Genau.
Das Wichtige ist ja eigentlich, also die Regenerationszeit an und für sich kann man ja so nicht definieren, sondern es ist ja immer abhängig von dem, was zugrunde liegt. Und das Wichtige ist ja, dass man den Schweregrad und die Diagnose auch sicher erheben kann und dann auch dann schnellstmöglich die richtige Therapieebene, Schublade findet, um dann auch den schnellstmöglichen Regenerationsablauf zu gewährleisten. Dazu gehört aber auch das insgesamt der Maßnahmen, die Einbindung der Reha-Berichtswesen, kurze Wege, Austausch, regelmäßige Kommunikation. Und das soll eine integrative Einheit sein, die all diese Dinge, dann, die heutzutage notwendig sind, um das zu verwirklichen, darstellen zu können. So, Jesko von Eichmann. Herr Heidel, Sie sprachen von einer engeren Kooperation mit dem Medikos auf Schalke. Wie sieht das in Zukunft aus? Was wird dort mehr gemacht? Also zunächst muss ich sagen, ich bin ja neu nach Schalke gekommen und das Medikos war mir zwar vom Namen her ein Begriff, aber ich habe mir und konnte mir gar nicht vorstellen, welche Möglichkeiten es dort gibt. Jetzt geht es ja insbesondere nicht nur um Reha-Maßnahmen nach Verletzungen, Knochen, Sehnen etc. Im Medikus gibt es kardiologische Abteilungen, das ist eine Rundumversorgung für den Spieler und es gibt derartig viele Ressourcen, die im Medikus abgebildet werden können, die für uns wichtig sind, die wir jetzt einfach in Anspruch nehmen möchten. Es geht auch um Leistungsdiagnostik, um Belastbarkeit. Auch das führt wiederum dazu, dass Spieler, wir hoffen dazu, dass Spieler sich seltener verletzen. Alles das werden wir zukünftig in Anspruch nehmen, in einer wirklich sehr, sehr engen Zusammenarbeit. Ich meine, das bietet sich ja wirklich an. Es ist ja auf dem Gelände, auf dem Bergerfeld, auf dem Gelände von Schalke 04 und wir werden das sehr, sehr intensivieren. Der große Schlamann. Herr Dr. Rosenthal, vielleicht an einem aktuellen Beispiel. Breel Embolo ist ja in Augsburg, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, operiert worden. Wann übernehmen Sie den Patienten dann? Wie funktioniert dieser Austausch dann? Ja, also der ist ja schon, als es passiert war, ist der Austausch schon erfolgt. Und dann sind alle Beteiligten zu der Überzeugung gekommen, dass es eben ganz sinnvoll ist, ihn so schnell wie möglich zu operieren. Und das ist ja mehr als optimal eigentlich abgelaufen. Geht zwar nicht, aber das ist, bevor eigentlich eine große Schwellung auftreten konnte, ist er ja schon operiert gewesen in einer spezialisierten Einheit, die also da allen Anforderungen mehr als genüge wird. Und das ist, also das war sicherlich schon ein Beispiel für eine so schnelle Versorgung. Wir standen im Hintergrund, wir hätten auch das hier organisieren können nach Heimtransport, aber dann wird es ungleich schwieriger durch die Schwellung, die eintritt. Und dann hätte man erstmal wieder warten müssen, Tage. Ergebnis ist dann, wenn das so schnell und so gut gemacht werden kann, ist dann sicherlich besser und schneller. Nochmal Nachfrage von dir, Großschlamann. Also da folgen jetzt ja wahrscheinlich noch weitere Untersuchungen auch. Da wird ja wahrscheinlich schon jetzt mit der Reha begonnen. Wird die dann dort gemacht, wo auch die Operation gemacht wird, oder übernehmen Sie das dann auch? Das werden wir dann natürlich übernehmen. Aber die Erstversorgung, die operative Maßnahme ist ja vor Ort passiert, am Unfallort. Oliver Müller. Herr Heidel, wenn Sie sagen, davon sprechen, Möglichkeiten, die vorhanden sind, zu intensivieren oder auch sagen, dass in der Vergangenheit da vielleicht nicht alle Möglichkeiten genutzt worden sind, würden Sie sagen, dass Schalke 04 in diesem Bereich medizinische Betreuung mit allem, was dazugehört, einen großen Nachholbedarf hat? Also ich habe vom ersten Tag an gesagt, dass ich weniger auf die Vergangenheit zurückschauen möchte, sondern wir sind in einem Ist-Zustand und jetzt gilt es, alles das, was rund um die Mannschaft ist, einfach zu optimieren. Und jetzt kann ein Kritiker wieder kommen und sagen, ja, und trotzdem habt ihr 5 Spiele verloren in der Bundesliga zu starten. Die zwei Dinge haben nichts miteinander zu tun, weil es wäre fatal, wenn wir jetzt sagen würden, wir lassen das alles weg, weil wir 5 Spiele zu Beginn verloren haben, sondern die Dinge, die wir jetzt in die Wege leiten, das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist extrem wichtig und hier wird sich Erfolg irgendwann auszahlen, aber natürlich nicht von heute auf morgen. Dadurch, dass wir die medizinische Versorgung jetzt umstellen, dass wir das optimieren, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Sonntag Mainz schlagen, nicht größer. Dessen bin ich mir völlig bewusst. Aber hier geht es darum, nachhaltig den richtigen Weg einzuschalten, einzuschlagen. Und
Ich möchte weniger darüber reden, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde. Es ist ja schon bekannt, dass Dr. Falazzik nicht mehr in diesem Team sein wird. Wir haben uns da besprochen und das hat Herr Dr. Rosenthal ja auch schon klar angedeutet. Hier geht es auch um einen ganz anderen persönlichen und zeitlichen Aufwand, den ein Mediziner mit einer Praxis gar nicht leisten kann. Da geht es nicht darum, ob er das könnte. Das ist zeitlich einfach nicht machbar. Da waren wir uns komplett, einer Meinung und trotzdem herzlichen Dank an sein Engagement in der Vergangenheit. Aber wir wollen jetzt einen Weg gehen, um das auf absolut professionelle Beine zu stellen. Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Teil unseres Mediengesprächs? Dann sagen wir bis hierhin schon mal herzlichen Dank. Wir machen ganz kurz eine kleine Pause, einen kleinen Wechsel aufs Podium. Ich denke, Herr Dr. Rosenthal wird noch ein bisschen hier sein. Herr Dr. Rosenthal steht auch nachher zum 1:1 Interview zur Verfügung. Okay, genau. Es gibt noch im Anschluss an die PK auch die Möglichkeit, noch mit Herrn Dr. Rosenthal noch 1:1 Interviews zu machen, wer von den elektronischen Medien das machen würde. Wie gesagt, kleine Pause und dann geht es hier oben weiter, dann quasi mit einem kleinen Wechsel für Dr. Rosenthal natürlich unser Cheftrainer Markus Weinziel dann hier oben. Okay.